Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ich wollte schon längerer Zeit diesen Vlog machen, nur einmal hatte ich nicht Zeit oder habe doch vergessen Aufnahmen aufzunehmen und so weiteres. Aber heute wieder und ich bin gerade, also nicht gerade, vor einer halben Stunde aufgestanden. Um 5.40 Uhr stehe ich normalerweise auf, heute war es 6 Uhr. Hat mich angezogen, Zähne geputzt, alles normal. Und gleich fährt mich meine Mutter in die Schule. Normalerweise fahre ich mit dem Bus, aber heute ist es so ein Tag, dass ich mit dem Auto fahre. Ja, also, let's go. So Leute, also ich konnte ja in der Schule nicht filmen, deswegen habe ich euch meinen Stundenplan hier so vorbereitet. Ich habe selbst halt nachgezeichnet. Und ja, wir haben Montag heute. Also war meine erste Stunde Mechanik. Ja, wir haben einfach nur alles wiederholt, was wir in der vorigen Stunde gemacht haben. Danach hatten wir Geografie. In Geografie haben wir ja über Vulkanismen und so weiteres geredet, also die Erdplatten. Und da hatten wir 2 Stunden Deutsch. In der ersten Stunde hatten wir Schularbeit. Und dann in der zweiten Stunde hatten wir einfach ganz normal Unterricht, außer dass wir halt ein bisschen über die Schularbeit geredet haben und Hausübung bekommen haben. Dann hatten wir SOPK. Ja, SOPK ist eigentlich dazu da, dass wir, wenn wir Probleme oder gestresst sind oder so, und darüber reden wollen, aber nicht zu Hause, dass wir es halt dort machen können. Und dass wir ein paar Aufgaben machen, die uns helfen sollen in der Schule. Dass wir halt nicht besser lernen, sondern einfacher lernen. Und da hatten wir Mathematik. Wir hatten die binomische Formel nochmal. Also ja. Jetzt bin ich halt um 13.45 Uhr fertig. Und ja. So Leute, meine erste, also zweite richtige Einmeldung jetzt. Ich bin jetzt endlich zurück von der Schule. Eigentlich sollte es immer so ungefähr 14.30, 14.40 sein. Jetzt ist es schon 15.23. Warum? Weil ich jetzt gerade noch im Spar war. Und deswegen sich das so gezogen hat. Aber was passiert jetzt? Ich esse jetzt und meine Mama war so lieb und hat mir Tiefkühlpizza mitgebracht. Und zwar habe ich schon seit einem Jahr keine Tiefkühlpizza mehr gegessen. Und ich hatte mal wieder mega Bock drauf. Und ja, das mache ich jetzt mal gleich. Und ja, dann seht ihr, was dann passiert. Leute, es ist fertig. Ich finde, es schaut mega geil aus. Ich esse jetzt mal und ja. So Leute, ich habe jetzt gegessen und aber auch ein bisschen Videos geschaut. Und jetzt werde ich Hausübung und noch was lernen für morgen. So Leute, ich habe jetzt auch gelernt. Und eigentlich habe ich jetzt immer diese Freizeit halt. Aber ich werde mich jetzt nicht mehr vor dem PC hinsetzen und dieses Video schneiden, sondern ich lege mich jetzt gerade einfach hin. Und ja, aber ich würde sagen, so beende ich dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel, nichts mehr zu verpassen. Und ich gehe schlafen. Ciao.